Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Magic Paper World. Heute möchte ich euch das Buch Der Walfisch und das Ende der Welt vorstellen. Es geht darin um einen jungen Mann, Joe Haag, der in Cornwall an der Küste strandet. Und gleichzeitig mit ihm strandet ein Wal. Tja, was die Menschen in dem Dorf St. Piran machen, sie helfen diesem Mann. Und sie helfen auch dem Wal, wieder ins Meer zu kommen. Über den Beruf von Joe Haag möchte ich nicht zu viele Worte verlieren, denn es würde euch ein bisschen an Spannung nehmen, wenn ich das schon sage. Aber dieser Mann weiß, welche Vorgänge es geben wird, was in der Welt passieren wird. Eine schlimme Wirtschaftskatastrophe steht bevor. Und dieser Mann weiß, wie es ablaufen wird. Die große Frage in diesem Buch ist eigentlich, was passiert, wenn ein wirtschaftlicher Kollaps bevorsteht? Wie reagieren die Leute, die Wirtschaft? Was wird passieren? Und das Interessante ist eigentlich, ja, welche Zukunftsaussichten würden wir uns ausmalen? Würde wirklich jeder gegen jeden vorgehen? Oder würden die Menschen alles teilen, was sie haben? Und das Buch hat mir sehr gut gefallen, vor allem die erste Hälfte. In der zweiten, war dann noch das eine oder andere recht konstruiert. Zum Beispiel wird Joe Haag gemeinsam mit dem Pfarrer in der Kirche eine ganze Zeit verbringen, weil er da nicht raus kann. Was vorher passiert, das war mir gar nicht schlüssig, dass die Menschen so reagieren. Und es läuft dann, ja, ist wahrscheinlich deswegen so gemacht worden vom Autor John Ironmonger, dass eben sich eine philosophische Diskussion entspinnen kann zwischen Joe Haag und dem Pfarrer. Ja, auch die Musik spielt eine große Rolle in dem Roman. Es wird immer wieder gesungen, was dem, naja, diesem ganzen Katastrophenszenario immer mal wieder sozusagen einen positiven Farbstrich gibt, dass Menschen doch immer wieder Hoffnung schöpfen, sich auf das Schöne besinnen, auf das Miteinander. Und ja, also ich finde, das Buch ist empfehlenswert. Es ist deutlich besser als das Buch, was ich vorher vom Autor gelesen hatte. Und kann es euch empfehlen, auch wenn der letzte Teil doch etwas süßlich, rührig geraten ist. Steht aber dadurch im Gegensatz eben zur ersten Hälfte des Buches. Und schon eine Empfehlung. Viel Spaß beim Lesen.